Du müsstest so viel für die Schule lernen, aber du kriegst einfach deinen Hintern nicht hoch. Ich zeige dir 5 richtig gute Strategien, um dich zum Lernen zu motivieren. Erstens, verinnerliche das Pareto-Prinzip. Das heißt, lerne zunächst immer die 20% deines Lernstoffes, die 80% des gefragten Prüfungswissens abdecken. Dann bist du auf der sicheren Seite. Das geht so. Ich erkläre es dir an einem Beispiel an der Französischen Revolution. 20% lernen, 80% abdecken. Erstens suchst du dir die wichtigsten Ereignisse heraus. Sturm auf die Bastille, die Hinrichtung von König Ludwig XIV., die Schreckensherrschaft und die Einführung des Napoleonischen Codes. Dann schaust du nach den Schlüsselfiguren, Robespierre, der König natürlich, Marie Antoinette und Napoleon. Und drittens machst du dir über Ursache und Wirkung Gedanken. Ruin Frankreichs, Aufklärung, dritter Stand unzufrieden, demokratische Idee, Veränderung Europas. Das reicht schon, um eine gute Note zu bekommen. Zweitens, belohne dich regelmäßig. Bevor dir das Lernen selber irgendwann innere Freude bereitet, brauchst du eine Hilfe von außen. Ein Snack, eine Runde Online-Scrabble oder einen Call mit einem Freund. Drittens, gewöhne dich an die Pomodoro-Technik. Das ist nichts anderes als die Salami-Taktik. Zerschnibble deine Lernzeit in Etappen von ungefähr 20 bis 25 Minuten. Stell dir einen Timer und mache immer eine kleine Pause. Viertens, sorge für Abwechslung beim Lernen. Abwechslung im Lernprozess kann helfen, das Interesse aufrechtzuerhalten. Probiere verschiedene Techniken aus, Karteikarten, Lernposter, Lehrvideos oder Gruppenarbeit. Du findest ganz viel davon auf diesem Kanal. Und fünftens, setze dir kleine, aber feine Ziele. Es muss nicht immer gleich ein super Ergebnis beim Lernen herauskommen. Schon eine Verbesserung um eine Note, ein kleiner Fortschritt beim Verständnis schwieriger Inhalte hilft dir. Bleibe dabei! Deine Motivation kannst du beeinflussen. Erinnere dich regelmäßig an deine Ziele, belohne deine Anstrengung, baue dein Lernverhalten langsam auf. Es lohnt sich und du kannst das, ich bin ganz sicher. Das Video ist von Lernförderung und du findest auf diesem Kanal noch viele andere Videos zum Thema Lernen. Viel Erfolg dabei!